Hallo liebe Kinder, herzlich willkommen zu unserer Weihnachtslesung. Mögt ihr auch so die Weihnachtszeit wie ich? Es gibt so viel Schönes in der Zeit, so anders als im ganzen Jahr. Es gibt tolles Essen, es gibt tolle Gerüche, es gibt Lieder, es gibt Geschichten und alles ist ein bisschen anders als sonst. Und es glitzert. Ich mache das heute auch und das Bäumchen hier glitzert auch. So ein Bäumchen ist auch die Hauptperson in unserer Geschichte. Es geht nämlich um einen Weihnachtsbaum. Und wir freuen uns ganz doll, dass der Fischer Sauerländer Verlag uns erlaubt hat, die Geschichte vorzulesen. Sie heißt »Ein kleines Stück vom Glück«, eine Weihnachtsgeschichte. Geschrieben hat sie Robert Barry. Und wie man hört, ist das eine englische Geschichte, ein englischer Name. Und deshalb wurde sie übersetzt von Alyssa Walser. Die Bilder zu der Geschichte hat eine ganz bekannte Illustratorin gemalt, nämlich Ute Krause. Wir, das heißt nämlich nicht nur ich, sondern auch meine Kollegin Petra und Sarah, wir wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit, aber jetzt erst einmal viel Spaß bei unserer Geschichte. O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Ein kleines Stück vom Glück. Der Weihnachtsbaum von Herrn Willoughby kam mit der Post so schnell wie noch nie. Glänzend grün und frisch und schön, einen größeren Baum hatte er noch nie gesehen. Wie lang hatte er darauf gewartet? Jetzt, nichts wie los, zur Tür gestartet. »Ein prächtiger Baum«, rief er, »wie fein! Bitte, mein Herr, herein!« Damit herein. Ich glaube, dieses Jahr stellen wir den Baum in diese Ecke hier. Doch kaum stand der Baum in seiner Ecke, sah Herr Willoughby entsetzt zur Decke. Der Baum stieß an und bog sich krumm. O Himmel, seufzte er, was für ein Trumm. Dann rief er den Diener Baxter gar, die Spitze zu kappen, um dies schade war. »Toll«, rief Herr Willoughby voller Entzücken, »jetzt können wir den Baum endlich schmücken.« Geschmückt erstrahlt der Baum immer heller. Die Spitze legt man auf einen Silberteller. Diener Baxter sagte, »Ich kenne eine Frau, die will so ein Bäumchen, das weiß ich genau.« Er trug es hinauf zu Fräulein Käthchen, Herrn Willoughbys treuem Zimmermädchen. So lange, sprach sie, schmück ich den Baum, bis er erstrahlt wie ein Weihnachtstraum. Doch die Spitze, seufzt sie bang, muss leider ab, sie ist viel zu lang. Sie schnitt, als ob es gar nichts wäre, die Spitze ab mit scharfer Schere. Am nächsten Tag warf man die Spitze hinaus. Auf dem Müll landete sie hinter dem Haus. Als Gärtner Tim vorüberging, sein Blick sich im kleinen Baum verfing. So ein Bäumchen auf dem Müll, das ging gegen sein Gefühl. Schnurstracks wurde es heimgetragen. Was würde jetzt Frau Tim wohl sagen? Hallihallo! Was für ein Baum! Frau Tim traut ihren Augen kaum. Unser Haus, sagt sie, ist kuschelig und klein. Ich glaub, der Baum passt gar nicht rein. Herr Tim kam gar nicht erst zu Wort. Da war die Spitze schon ab und fort. Wer Barney, der seines Weges geht, hat den Baum sofort erspäht. Einen Baum herausschmeißen? Was die sich wohl dachten, das ein paar Tage vor Weihnachten. Ich nehme ihn mal mit, das scheint mir das Beste.
Schau, Mama Bär, ein Geschenk zum Feste. Ach, ist das ein hübscher Baum, gähnt Mama Bär schon halb im Traum. Jetzt feiern wir ein Weihnachtsfest, ehe der Winterschlaf uns träumen lässt. Der kleine Bär rief von fern, auf diesen Baum passt nicht mal ein Stern. Doch Bär Barney sagte, wir kürzen den Baum, unten am Stamm können wir ihn abhauen. Mama Bär wollte nicht lange messen und schnitt die Spitze ab stattdessen. Super toll, rief Bär Barney heiter, deine Ideen, die bringen uns weiter. Glöckchen her und Lebkuchenringe, bunte Beeren, Lamettageschlinge. Schmückt ihn, sagt Mama, mit buntem Tand, ich werf mich in mein Nachtgewand. Was soll die Spitze jetzt noch hier? Die werf ich am besten vor die Tür. Mitten in der kalten Nacht hat Räuber Fuchs sich aufgemacht, entdeckte das Bäumchen, kratzt sich am Kinn, öffnet den Sack und schon ist es drin. Er raste nach Haus, sprang übers Tor in den Garten, denn dieses Weihnachtsgeschenk konnte nicht warten. Sogar, sagt Frau Fuchs und schaute glücklich drein, noch besser als unsere Weihnachtsküchlein. Doch dann, die Füchse fassen es kaum, das Bäumchen war ein wenig zu groß für den Raum. Ach, sagt Frau Fuchs, nur nicht verzagen, die Spitze ist gleich abgeschlagen. Ben Hase fand den Tannenrest tief im Schnee vor Fuchsens Nest. Dass das ein Geschenkchen vom Christkind war, das war dem Hasen auf Anhieb klar. Seht, was Papa nach Hause bringt! Schon war er von seiner Familie umringt. Da tanzten die Hasen fröhlich und munter, hoppeldihopp und drüber und drunter, immer im Kreis um den Baum geschwind, übermütig wie Hasen sind. Benjamin Hase, wie wir sehen, brachte das Bäumchen mit einer Rübe zum Stehen. Stellen wir es über den Kamin? Da passt es doch am besten hin. Aber die Kinder riefen dann, schaut, das Bäumchen stößt oben an. Ein bisschen groß, sagt Frau Hase und schnippelt drauf los, als wär's Sommergras. Und warf dann, nicht gerade sacht, die Spitze hinaus in die dunkle Nacht. Zufällig fand Herr Knuspermäuschen die Tannenspitze vor dem Hasenhäuschen. Er schleppte das Bäumchen durch Eis und Schnee und rutschte aus und tat sich weh. Endlich erreichte er sein kuscheliges Haus. Passt genau rein, sagt Frau Knuspermaus. Und auf der Baumspitze, potz Blitz, fand bald ein Käsestern seinen Sitz. Bringt dich schon das kleinste Stück von Herrn Willoughbys Baum das höchste Glück? Wir wünschen euch alle zusammen fröhliche Weihnachten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.